Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal öfter mal was, was ich bei mir in der Werkstatt so halt probiere. Hinten seht ihr meinen Pinasco-Motor, also meine PX mit einem Pinasco 251er Motor. Da habe ich den Zylinder nochmal überarbeitet, bin da relativ hoch mit den Steuerzeiten gegangen, bin jetzt glaube ich irgendwo bei 195, 194 mit, ich glaube, 30 Vorauslass. Also ich wollte einfach mal, den Zylinder habe ich noch übrig gehabt, so quasi zum Verfräsen. Und da wollte ich jetzt einfach mal schauen, was da halt so passiert mit hohen Steuerzeiten. Dann habe ich einmal den Gubbi hier getestet. Das ist ja der ist relativ voluminös. Man sieht es ja schon, der hat einen riesen Durchmesser und relativ kurz. Der hat jetzt auf dem BFA und auf den eckig 400 Zylinder, also auf dem 300 Kubik BFA Zylinder und auf den eckig 400 Kubik Zylinder funktioniert der richtig gut. Allerdings auch nur immer mit einem kurzen Ansaugweg. Weil der dreht relativ hoch, der piekt erst so bei 10. Und wir haben jetzt letztes Mal schon die Erfahrung gemacht, wenn der Ansaugweg zu lang ist, dann funktioniert das eigentlich nochmal gescheit. Und das war auch bei dem leider so. Ich glaube, da waren wir irgendwo bei nur 32 Newtonmeter. Also man sieht halt schon, dass die Füllung da halt nicht gut war. Und PS-Leistung weiß ich gar nicht, aber die Kurven werde ich später nochmal einblenden. Ja, dann wollte ich halt auch noch mit den hohen Steuerzeiten meine Racing Resi ausprobieren. Das ist mein absoluter Lieblingsauspuff. Fall, ja, ziemlich oft auf meine Kiste. Ja, das ist nämlich ein guter Kompromiss, was Leistung von unten raus betrifft und was der Oberspitze quasi macht. Und bei dem war man halt dann schon bei 45 PS und 40 Newtonmeter Drehmoment, genau. Und wie gesagt, das ist mein absoluter Lieblingsauspuff. Der ist auch schön leise, der fährt sich gut, der fährt sich harmonisch. Ich bin jetzt mit den hohen Steuerzeiten noch nicht auf der Straße gefahren. Normalerweise fahre ich den mit, also auf dem Pinasco 251er fahre ich den jetzt mit Steuerzeiten um die 188. Und da liege ich so irgendwo so bei 38 PS nur. Aber dafür fahre ich sie von unten raus halt nochmal schöner zum Tourenfahren halt quasi. Also der hat mich eigentlich wieder positiv überrascht, dass der eigentlich so gut funktioniert. Ja, dann wollte ich einfach mal ausprobieren, eine Polini-Box, wie die denn so mit hohen Steuerzeiten zurechtkommt. Leider halt irgendwie gar nicht so richtig. Da haben wir magere 31 Newtonmeter, glaube ich, wenn überhaupt, und irgendwie auch bis zu 31 PS gehabt. Also das sind einfach die Steuerzeiten oder das Ding, das kann einfach mit dem kleinen Diffusor hier oben, das kann halt das dann immer bedienen. Also das fand ich echt schwach, sage ich jetzt mal, dass man da eigentlich über die 30 PS eigentlich gar nicht rüber rauskommt eigentlich mit der. Dann, zu meiner Überraschung, das ist jetzt quasi die Silent Resi Box von mir. Die ist eigentlich vom Layout her wie die Resi Box. Das ist noch die Mosquito Edition. Ab und zu wollen Kunden irgendwelche komischen Sachen. Da geht quasi das Rohr unter der Schaltraste quasi raus, das ist quasi ein Right Hand. Ja, der hat mich auch wieder positiv überrascht. Übrigens, das ist wahrscheinlich die ist leiser wie eine Original Piaggio Box. Und Leistung kann die auch, nämlich, ich habe die auf den Roller jetzt ausprobiert und ich war jetzt bei knapp 40 PS mit dem Ding. Und ein schönes Band, hat von unten raus sogar eigentlich genauso viel gehabt, geringfügig weniger wie die Polini Box. So, ja, da werde ich euch mal die Läufe halt einfach mal zeigen und danach schauen wir uns die Kurven halt nochmal an. Hier ist die Kurve von dem Guppi. Wie man schon gehört hat, oder wie man schon so schön sagt, ich spüre die Gier nach Drehzahl in mir. Der dreht halt richtig krass hoch. Der piekt hier bei 10.500 Umdrehungen. Ja, also das ist schon ordentlich. Für das ist der Auspuff halt auch gemacht und da sollte er eigentlich seine Spitzenleistung haben.
Aber man sieht auch ziemlich schnell, okay, das sind nur 45 PS ungefähr. Und wir haben aber leider nur, man sieht es hier unten, wir haben nur 31 Newtonmeter. Und das ist für einen 250-Kubik-Motor schon sehr, sehr wenig. Also das sollten eher sowas um die, also realistisch sind irgendwas zwischen 36 und 40 Newtonmeter, was so ein 250-Kubik-Motor bringt. Und leider kann ich aber die Newtonmeter quasi nicht in dieses Drehzahlenniveau, in das obere mitnehmen. Und somit kann ich auch nicht wirklich die Leistung steigern. Also das ist schon relativ mau. Ja, an was liegt es? Und zwar, das liegt natürlich auch an folgenden Sachen. Und zwar, wir haben ja hier nur einen 35er Mikuni verbaut. Und zudem ist unser Ansaugweg noch relativ lange. Würden wir jetzt einen 38er vielleicht noch draufbauen oder vielleicht sogar noch einen 40er, würden das den Ansaugweg kürzer machen. Dann kämen wir wahrscheinlich schon schneller dahin, wo der eigentlich landen sollte. Aber so mit dem Setup, was wir jetzt haben, bringt der Auspuff eigentlich zu wenig. Stichwort Mitteldruck ist halt quasi, wie gut das so ein Motor und die Spülung, die Füllung von dem Zylinder funktioniert. Das funktioniert hier halt nicht so gut, ja. Das habe ich dann die Racing Resi getestet. Und da sieht die Sache schon eben anders aus. Wir haben die gleiche Leistung wie mit dem Gubbi, nur ungefähr 2000 Umdrehungen früher. Das ist wieder die typische Delle hier vorne, genauso wie mit dem Gubbi. Das kriege ich wegbedüst. Also ich habe es schon mal ausprobiert. Das geht, also das kriegt man ein bisschen ausgebügelt. Nur leider ist es so, wenn ich den, der ist da hier zu mager. Mache ich den noch fetter, dann geht mir oben die Leistung quasi weg. Hier wird die Kurve zwar dann besser, da müsste man halt quasi mit Nadel Nebendüse noch ein bisschen rumspielen. Dann würde man das ein bisschen wegbekommen. Aber mir ging es jetzt eigentlich auch eher darum, quasi, was jetzt der hier oben macht. Deswegen Bedüsung auch so jetzt mal anpasst, dass der oben da schön läuft. So, und jetzt sieht man hier schon, wir haben unsere Füllung ist, passt, die ist gut. Da haben wir knappe 39 Newtonmeter. Genau das, was eigentlich der Zylinder da auch bringen soll, was da drin ist. Genau, ja, wir haben knapp über 45 PS. Also ein Tipptopp-Ergebnis. Deswegen fahre ich die Racing Resi auch so gern. Jetzt nicht mit den hohen Steuerzeiten. Wenn man da mit niedrigen Steuerzeiten reingeht, dann verschiebt sich das Ganze hier ein bisschen eben weiter nach links, ein bisschen früher. Und der Vorteil ist halt dann auch noch, je höher die Steuerzeiten sind, desto spitzer wird meistens immer dann der, ja, ich sage mal, der PS-Berg und die Newtonmeter. Je weniger Steuerzeiten, desto gleichmäßiger verläuft es und man hat auch insgesamt ein bisschen mehr Band. Auf jeden Fall bin ich hiermit eigentlich schon sehr zufrieden, was der quasi gebracht hat. Ja, dann schauen wir uns den nächsten Auspuff an. Dann haben wir hier ja noch die Polini-Box verbaut. Die funktioniert. Ja, ich sag mal, spitzenleistungsmäßig sind wir weit hinter die anderen Boxen. Gut, ich will die Polini-Box, weiß Gott, nicht schlecht machen, aber ich hätte echt mit mehr gerechnet. Newtonmeter ist jetzt auch nicht so viel. Da liegen wir irgendwo bei, ja, bei knappe 30 Newtonmeter. Also sagen wir boxtypisch. Aber da sieht man halt, dass die Polini-Box mit so hohen Steuerzeiten gar nicht so gut klarkommt. Ich sag mal, das sind ja dann doch 8 PS Unterschied zur Resi-Box, das ist schon enorm. Nichtsdestotrotz, es ist halt immer so, wie es ist. Polini-Box zum Beispiel auf Drehschieber gibt es, glaube ich, preis-leistungsmäßig nichts Besseres. Sieht man halt dann doch, wo die Grenzen dann gesteckt sind für die Polini-Box, dass da schwer was über 30 PS dann geht. Yeah.
Ja, dann absolute Überraschung, die Silent Resi Box Mosquito Edition, die funktioniert da wirklich richtig, richtig gut. Wir haben 40 PS mit einer Box. Also das ist quasi eigentlich mein 0815 Box. Gut, mit so hohen Steuerzeiten, da ist das wieder so typisch, da kriegt man mehr so resonanztypische Kurven dann eben auch. Hier sieht man jetzt auch mal wieder, okay, da hat jetzt so 33 Newtonmeter, also die Füllung ist ein bisschen besser. Und also finde ich, Bombe, hätte ich nie damit gerechnet, dass die Resi-Box, also beziehungsweise die Silent Resi-Box da eigentlich so gut performt. Ja, also vielmehr zu den Prüfstandsläufen. Das hinter mir ist ja der Motor, das ist der Pinasco mit 251 Kubik. Darüber gibt es ja schon ein YouTube-Video oder beziehungsweise von dem ganzen Aufbau von dem Motor gibt es so eine Videoreihe. Da seht ihr das, wie das alles zusammengebaut habe, was ich da modifiziert habe und was da alles passiert ist. Unter anderem halt natürlich auch ein paar Prüfstandsvideos. Da ist sogar einer dabei, auch mit knappe 50 PS. Deswegen, wie ja schon gesagt, ich würde jetzt das Video eigentlich gar nicht machen. Ich habe es jetzt einfach trotzdem mal gedreht, weil es wäre natürlich jetzt sicher, was ich jetzt da rumgespielt habe, noch ein bisschen Optimierung nötig gewesen, um da wirklich so ein bisschen, ja, noch ein paar Highlights da quasi rauszuholen. Ja, für mich, ja, ich sage mal so, ich werde die Kiste wieder zurückbauen, werde die Steuerzeiten wieder runtersetzen, beziehungsweise meinen anderen Zylinder draufbauen, weil das einfach viel schöner, viel angenehmer zum Fahren ist, weil das mein Tourenroller ist. Den fahre ich mittlerweile schon 12.000 Kilometer, eigentlich ohne Probleme. Ich habe bloß einmal einen Verschalter, da hat es mal die Nebenwelle quasi geschrottet und den vierten oder dritten Gang, ich weiß gleich gar nicht mehr, kann ich noch mal ein paar Bilder dazu ja, einspielen. Ja, ich habe den Motor jetzt seit ewigen Zeiten gefahren, eigentlich nichts gemacht und jetzt im Winter habe ich ihn eben dann revidiert und wollte es eben dann mit dem Zylinder hier nochmal ausprobieren. Was da vielleicht noch geht, war halt auch für Kalker quasi, dass man da halt ja auch nochmal bisschen was zeigen kann, was der Pinasco eigentlich so kann. Und ja, und jetzt baue ich das Ganze eigentlich wieder zurück. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis dahin, ciao.